Traditionspflege ist Handarbeit. Die ältesten Handarbeiten sind Spinnen, Klöppeln und Sticken. Sticken ist aber die nebensächlichste Handarbeit, die es gibt, aber die interessanteste, weil sie einfach vom Entfalten, vom Erfüllen der Darstellung und mit den Materialien ausdrücken können, was der Mensch denkt oder was er sich dafür vorstellt oder was zu zeigen ist, zum Beispiel Gewänder aus der Kirche oder aus dem Kloster, die Altardecken sind gestickt worden, das war alles nur Zierde, es war ein Zeitvertreib. Es gab bei den Frauen keinen Müßiggang. Ja, es gibt auch Männer, die gern gestickt haben oder gern geklöppelt haben. Das wollen wir nicht unterschätzen. Aber die Werkstätten waren meistens betrieben von den Frauen. Und ich hatte mir vorgenommen, im Laufe meiner vielen Jahre nun schon so viele Handarbeitstechniken auszuprobieren. Also es ist auch nicht abgebildet. Nee, haben zur Eröffnung hier teilzunehmen, den danke ich ganz herzlich hier in unserer Touristinfo-Bibliothek und unserem Ausstellungsraum. Was wir heute hier eröffnen, ist die erste Ausstellung nach der Umgestaltung. Und es hat mit alten Traditionen zu tun, alten Handwerkstraditionen. Hier in diesem alten Haus, was ja ursprünglich mal die Zigarrenfabrik war, also auch ein altes Handwerk in Treffurt der Zigarrenmacherei. Jetzt haben wir aber ein ganz anderes Thema. Und ich denke, hier in diesem Rahmen mit der Touristinfo, mit der Bibliothek, wertet eine solche Ausstellung das ganze Gebäude auch viel mehr auf. Viel mehr Gäste kommen hier herein und man profitiert davon einander. Das war der Sinn, warum wir das auch so gestaltet haben. Und ja, nochmal herzlich willkommen. Es ist mir eine Freude, dann Annemarie, dass du die erste Ausstellung nach der Umgestaltung hier vornimmst. Wir hatten ja im letzten Jahr einige und für dieses Jahr wird es auch noch ein paar andere Sachen geben. Nun, die nächsten 2,5 Wochen ist es ein strammes Programm, fast jeden Nachmittag dann hier zu sein und die Ausstellung zu betreuen. Ich denke, dann werden die ein oder anderen interessierten Freunde und Gäste auch aus dem Heimatverein noch hereinschauen und sich das alles vorführen lassen. Kinder lernen die Strickspitze am Mützchen, aber wenn sie dann am Strumpf. So einen Schal habe ich auch zu Hause hier. Das ist clever. Ja.